beim letzten Mal. There will be no more talk. Death for you, Demon. Sie haben für Romero eine Nutte abgeschleppt. Mutter wäre stolz auf sie. Und so geht es weiter. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade. Bloodlines. Wir haben beim letzten Mal dem guten Romero zu etwas Liebe verholfen. Der ist immer noch fleißig am Sofa testen und Bett testen und am besten gleich die ganze Einrichtung. Und ich habe mich entschlossen, dass wir heute mal den ganzen Nosferatu-Aufträgen nachkommen, die wir so angesammelt haben. Und dafür ziehen wir uns ein wenig um, würde ich sagen. Um ein bisschen mehr unauffällig in der Menge zu verschwinden. Denn wir beginnen mit Emalias Auftrag. Vorbildlicher Bürger. Emalia will, dass sie in Tawny Sessions Apartment Kameras installieren und aktivieren. Im Schlafzimmer, im Bad und in ihrer Küche. Und diese dann auch noch aktivieren über ihren Computer. So, wo war denn das Apartment der guten Frau? Hier ist schon das Hotel. Jetzt bin ich zu weit gelaufen. Hier genau, dafür hat sie uns ihren Schlüssel mitgegeben. Und wir schleichen uns da mal rein jetzt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich umgezogen habe. Weil ich so viel unsichtbarer bin. Hier würde mich niemand entdecken. Was sind das für Geräusche, ey? Neun Leben. Ash Rivers nach tödlichem Unfall unverletzt. Immer noch. Ich glaube, schleichen wird hier schwierig mit unserem Skill. Dann nutzen wir lieber die Schatten der Verdunklung. Hi, Tony. Ich muss hier mal eben ein paar Kameras installieren. Das stört dich sicherlich nicht. Du hast jetzt aber sicherlich keinen Hunger und willst irgendwie in den Kühlschrank gehen. Die erste Kamera wird am unauffälligsten platziert, nämlich genau da in der Ecke. Wer würde die da schon entdecken? Ihr Boyfriend ist am Chillen auf dem Sofa. Der wird uns erstmal auch nicht stören. Das war das Badezimmer. Die Kamera ist schon besser versteckt. Und es fehlt noch eine in ihrem Schlafzimmer. Und jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Und verstecken wir uns mal gemütlich. Hinter dieser Trennwand. Und hacken uns ins System rein. Cleopatra. Was, das war doch das richtige Passwort. Habe ich es falsch geschrieben? Oder war es in Deutsch geschrieben? Cleopatra. Ja, genau. Kamera. Test. Drei Kameras erkannt. Gut gemacht. Kann gar nicht abwarten, Klein Tawny in Action zu sehen. Wir behalten von hier aus jetzt ein Auge auf dich. Verzieh dich jetzt leise und komm zurück. Emalia. Tun wir das. Läuft was Interessantes im Fernsehen? Ah, sieht nicht so aus. So, tschüss. Emalia wird mit den Kameras bestimmt nichts Schlimmes anstellen oder so.
schmeißen wir uns wieder in Schale. Und tun so, als würden wir hier nur nach dem Rechten sehen. Ja, da drinnen ist alles sauber, würde ich sagen. Keine Strafzettel notwendig oder sowas. Sie haben die Kameras in Tornys Apartment erfolgreich für Imaya aktiviert. Melden Sie ihr ihren Erfolg. Ja, das werden wir später noch machen, weil wir dazu in die Höhlen der Nosferatu zurück müssen. Vorher werden wir erstmal ein paar andere Sachen noch erledigen. Wir haben 26 verdammte Erfahrungspunkte. Und werden damit unseren Irrsinn auf Stufe 4 steigern. Vision des Todes. Kostet 3 Blutpunkte. Dein Opfer werden seine größten Albträume gezeigt, die schließlich zum Herzanfall führen. Kann auch einen geringen Effekt auf übernatürliche Wesen haben. Kostet volle 15 Erfahrungspunkte. Aber das ist eine Fähigkeit, die nicht nur richtig nice aussieht, sondern auch noch durchaus nützlich werden kann. Zumindest gegen Sterbliche. So, wir haben immer noch 11 Erfahrungspunkte. Wo stecken wir die rein? Einschüchtern ist auf 7, das könnte noch besser sein. Können wir mit 9 Erfahrungspunkten erhöhen. Intelligenz ist sehr teuer. Würde aber auch Recherche mit erhöhen. Ich glaube, ich spare erstmal noch ein bisschen. Bin ja immer so ein Sparfuchs hier. Aber noch geht's uns ganz gut mit unseren Skills gerade. Ich war sogar ganz erstaunt, dass wir den Gargoyle noch überreden konnten. Auf zum nächsten Quest. Und für den fahren wir nochmal nach Santa Monica. Need a ride. Denn wir werden jetzt anfangen, zumindest anfangen, mit Nick's Hackaufträgen in den unterschiedlichen Gebieten des Spiels voranzuschreiten. Das ist erstmal noch nicht so schwierig, aber ich denke mal, den letzten Auftrag werden wir nicht schaffen, weil unsere Skills dafür einfach nicht gut genug sind. Aber erstmal werden wir klarkommen. Wir haben ja die Karte von ihm bekommen für diesen Megahertz Computing Laden. So, um euch zu erinnern. Ein verworrenes Netz. Sie haben Anweisungen erhalten, wie Sie den Santa Monica Netzwerk Hub aktivieren können. Sie müssen Megahertz Computing am Ende der Second Street finden und die Gasse zum Hintereingang nehmen. Mitnick hat Ihnen den Schlüssel in den Briefkasten gesteckt. Fahren Sie das Terminal hoch, gehen Sie ins Verzeichnis Net Security und führen Sie den Befehl Schrecknet aus. Das Passwort für das Verzeichnis ist Gil Bates. Und was wir damit erreichen, ist quasi, dass wir für die Nosferatu ihr geheimes Netzwerk ausbauen, mit dem sie noch besser die Leute und alles Mögliche ausspionieren können. Und ja, besser Kontrolle und Spionage vollführen können. Ist das schon ein Computer, wo wir hin müssen? Nee. Das wäre auch ein bisschen einfacher. Denn der steht, glaube ich, hier hinten drin. Ne? Stufe 8. Nee. So viel Skill haben wir leider nicht im Schloss knacken bisher. Daher nehmen wir mal den Weg für die Nicht-Schlossknacker. Der erste hier ist quasi, den kann jeder Charakter machen, den ersten Quest davon. Den ersten Teil davon. Weil man quasi keinen Skill braucht. Machen wir jetzt mal das Licht wieder an. Beziehungsweise den Strom, nicht nur das Licht. Ne, da kommen wir glaube ich nicht durch, oder? Oder ist die Tür von hier drin leichter zu knacken? Ja, tatsächlich. Das schaffen wir sogar schon. Die Quests sind halt wirklich ein Mix aus Schleichen, Knacken und Hacken. Und wenn man die Skills nicht so ausbaut, ist das ziemlich schwer. So, Net Security. Security.
Schrecknet muss ich eingeben, ne? Habe ich es falsch eingegeben? Net Security. So, jetzt Schrecknet. Ach nee, das Passwort war ja Bill Gates. Gil Bates, genau. Gil Bates. Bestimmt auseinandergeschrieben, ne? Richtig, jetzt sind wir dran. Schrecknet. Ich bin so ein Meisterhacker. Gut gemacht, Kid. Schreib dir noch die Anweisung für den nächsten Hub. Mit Nick. Damit haben wir den Hub in Santa Monica ausgebaut. Und da wir schon mal hier rumhängen, können wir direkt mal in unsere alte Abstecke gehen und da direkt die E-Mails checken. Da lesen die sich nicht nur besser, sondern dafür müssen wir jetzt nicht extra unser Downtown Apartment aufsuchen. Hier klebt immer noch mein Blut an der Wand, ey. Könnte auch mal einer wegwischen. Oh, scheiße, wer hat das gesehen? Haben wir diese dummen Obdachlosen. Ja, genau du. Ach, Idiot. Wann stehst du hier überhaupt rum in der Gasse? Kann man nicht mal in Ruhe trinken. Darf ich jetzt noch meinen Schluck zu Ende nehmen? Schmeckt nicht mehr so gut, wenn man entdeckt wurde. Ja, ich habe tatsächlich die Maske gerade gebrochen. Normalerweise würde ich laden. Da wir dadurch riskieren, dass irgendwann Vampirjäger hinter uns her sind. Aber ich lebe jetzt einfach mal mit der Konsequenz, denn ihr habt ja gemerkt, gewisse Quests geben uns Maskerade-Bonus. Oder Maskerade-Boni. Schade, dass wir den letzten Quest gerade erst hinter uns haben. Nämlich den mit dem Gargoyle. Aber ich hoffe mal, dass wir es trotzdem noch packen. Und vielleicht kriegen wir so den einen oder anderen interessanten Dialog zu hören. Wenn der Prinz anfängt mit, was, du wurdest gesehen, wie du rumgenuckelt hast, schämst du dich denn gar nicht? So, 4 ungelesene E-Mails. Gucken wir doch mal rein. Oh, ich vermisse den Computer, der ist so viel besser lesbar als der andere. 2. Netzwerk-Hub. Von Mitnick. Das nächste Terminal ist im Keller des Nocturne-Theaters in Downtown. Info folgt. Niemand darf wissen, dass du da warst. Bleib unsichtbar und keine Toten. Du musst für mich eine kabellose Kamera installieren. Ich schicke dir noch Anweisungen, wie du sie aktivierst. Sobald sie installiert und aktiv ist, log dich in das Verzeichnis Net Security ein. Passwort auf Holz klopfen. Und führe den Befehl Schrecknet aus. Und noch eine Info dazu. Das Nocturne Theater ist in Downtown, gegenüber vom Empire Arms Hotel. Ich habe keinen Schlüssel für die Vordertür kriegen können. Also musst du durch die Kanalisation rein. Sorry. Mehr konnte ich nicht tun. Also man merkt schon, jetzt wird es schon schwieriger, überhaupt in die Location reinzukommen. Und wir können nicht mehr einfach so durch die Tür gehen. Und noch eine Mail von ihm. Kabellose Kamera. Die Kamera ist unten in deinem Briefkasten. Jemand hat für mich die Lage erkundet und er hat den besten Platz für die Kamera mit einem roten X markiert. Finde es, wahrscheinlich irgendwo hoch oben, und montiere die Kamera, sobald sie festsitzt. Log dich am Terminal unten ein. Finde das Verzeichnis Kamera und gib den Befehl Netcam ein. Du kannst den Hub erst aktivieren, wenn die Kamera installiert ist. Also es wird alles ein bisschen komplexer und komplizierter. Die Mails von Gary sicherlich. Der und seine lustigen Betreffzeilen. Willst du Fleischformen lernen? Von Gary, Schrecknet. Wie geht's, Boss? Bei mir alles beim Alten. Hab ein Überwachungsfoto von einer Quajin. Habe daraus ein schmutziges Bildchen gemacht. Eigentlich respektlos, aber naja. Es gehört dir für einen Song auf Kassette, den Emilia gemacht hat, bevor ich sie gebissen habe. Ich habe die Kinder gern unter Kontrolle. Die Badeanzugserie im Jock-Shot-Magazin vom letzten Jahr. Sie wurde dann aus zwei harten und spitzen Gründen aus dem Handel genommen.
Ein Song auf Kassette, das irritiert mich, weil er will jetzt, glaube ich... Ich muss nochmal in mein Questbuch gucken, irgendwie bin ich gerade ein bisschen irritiert. Gary hat ein Poster von Ming Zhao für ein Video mit einem Badeanzug-Fotoshooting vom letzten Jahr aus dem Jockshot-Magazin abzugeben. Werfen Sie das Band einfach in Ihren Briefkasten und sehen Sie später in Ihrer Zuflucht nach E-Mails. Deswegen war ich gerade so verwirrt, weil es gibt noch einen anderen Quest, wo es auch um Maya und ein Erotik-Magazin geht, mehr oder weniger. Oder ein Model-Magazin, was auch immer, oder irgendwas dazwischen. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, aber es geht tatsächlich mal wieder um ein Video. Und wer Ming Zhao ist, das werdet ihr, wenn ihr das Spiel noch nicht selber gespielt habt, noch erfahren. Hier ist erstmal die nächste Kamera für unseren nächsten Job. Und auf zu den nächsten Dienstleistungen für die Nosferatu. Das ist so ein ikonischer Moment, wenn man hier aus diesem Apartment rauskommt und wenn es dann so regnet. Ach, Santa Monica. Ja, ich hoffe, du fühlst dich auch schlecht. So, immerhin unser Blut sieht wieder ganz gut aus, aber dafür haben wir halt Maskeradebruch hingenommen, was nicht so schön ist. Was ganz und gar nicht schön ist. Aber wir verlassen jetzt Santa Monica erstmal und gehen Richtung Downtown. Den zweiten Quest von Mitnick werden wir jetzt, denke ich, auch noch schaffen. Aber beim dritten könnte schon echt problematisch werden. Weil man da schon gewisse Skills braucht, um da so wirklich durchzukommen. So, wir müssen in die Kanalisation. Und von da aus ist den Eingang in das Nocturne-Theater finden, was, glaube ich, hier ist. Das ist übrigens... der Teil des Spiels, den ihr im Intro gesehen habt, wo unser Erzeuger geköpft wurde. Was ganz witzig ist. Ja, das ist das Nocturne-Theater. Den Weg da rein finden wir doch bestimmt. Ich hätte lieber hier trinken sollen. Hier stören uns nicht so oft Leute. Wie in Santa Monica, da war das ziemlich gefährlich, was ich da gemacht habe. Ich überlege, kommen noch irgendwelche Quests, wo man die Maskerade wahrt und dafür Punkte kriegt? Ich hoff's. Wenn nicht, leben wir einfach mal mit dem einen Fehler, den wir gemacht haben. Und werfen mal einen Blick auf die Karte, wollte ich sagen. Aber das ist gar nicht die richtige Karte, die ich gesucht habe. Das ist die richtige Karte. So, wir sind da oben. Wir wollen in das Nocturne-Theater, was die 3 ist. Das heißt, wir müssen eigentlich nur rumgehen und immer links abbiegen, wenn ich das richtig interpretiere. Testen wir es. Vielleicht ein bisschen dumm, dass ich die da oben gebissen habe in Santa Monica, aber hier ist so viel Blut, was sich mir in den Weg wirft. Das war wirklich ein bisschen leichtsinnig mal wieder. Ah ja, ich glaube, es gibt nur einen Quest, wo man Maskeradepunkt auf jeden Fall bekommt, wenn ich mich richtig in Sinne. Können wir den Fehler nochmal ausmerzen? Und wir sind richtig, wie es aussieht. Wir sind nicht mehr alleine. Irgendwie sind die Schritte in dieser Patch-Version auch unnatürlich laut. Ich habe irgendwie die verbuggteste Version für dieses Let's Play genommen anscheinend. Aber was soll's.
Hier oben platzieren wir jetzt erstmal die Kamera. Das ist wirklich mal ein guter Ort, um die dort zu platzieren. Das Schwierigere ist jetzt nicht, die Polizisten über den Haufen zu rennen und den Raum mit dem Computer zu finden. Gab es hier nicht auch noch was zu holen? Ich glaube fast. Ah, mit Verdunkel kriegen wir das hier schon hin. Das ist tatsächlich nur ein Abstellraum. Das ist der richtige Raum. Hier sollten wir auch erstmal ungestört sein. Aufs Holz klopfen war das Passwort, ne? Und der Strom ist mal wieder ausgestellt. Oh, ist das euer fucking Ernst? Ehrlich? Das war nur der Wind. Ne, hier ist noch ein Computer. Gut. So. Erstmal die Kamera aktivieren, glaube ich. Netcam. Kamera aktiviert. Net Security. Auf Holz klopfen. Klopfe auf Holz. Schrecknet. Und Master Hacker. Super Hacker. Schrecknet Hub aktiviert. Du bist ja ein richtiger James Bond. Check mal bald wieder deine Mails. Ich melde mich mit Nick. Das lief sehr, sehr problemlos. Dank der Verdunklung. Ohne wäre das wirklich ziemlich schwer. Und man müsste quasi die Räume ausnutzen, um immer hinter dem Wachmann zu bleiben. Geht auch, aber ist umständlicher. Und wir sind raus. Darauf ein Schluck Tee. Ja, wie gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass der zweite Hub nicht zu kompliziert wird. Schwierig wird es jetzt beim dritten, weil da ist die Schwierigkeit nochmal härter. Knuspern noch ein paar Ratten auf dem Weg nach draußen. Immer gut. Hier kann uns wenigstens niemand schief angucken, wenn wir ein bisschen was trinken. So, hier kommen wir hoffentlich raus. Ich wähle einfach mal zufällig irgendeinen Punkt. Ja, das sieht gut aus. Hoffentlich. Und dann können wir direkt mal wieder unsere Mails checken und mal gucken, wie es unser Heather geht. Der armen kleinen Heather. Unser Wüstenrose. Oh! Das ist ja witzig. Wir sind gerade zufällig direkt in unserer Apartmenthaus eingedrungen, und zwar durch die Kanalisation. Das heißt, wir sind jetzt quasi hinter dem Wachmann, der hier ein paar interessante Hobbys zu haben scheint. Ey, guckt der auch in unsere Wohnung? Das fände ich aber nicht ganz so pralle. Ich hoffe mal nicht.
Was hast du denn Interessantes auf deinem Computer? Welche schmutzigen Geheimnisse versteckst du vor uns? Schwierigkeit Stufe 5. Wo sind wir denn jetzt beim Hacken? Stufe 3. Nee, das können wir nur auf 4 steigern. Da kommen wir echt nicht mehr rein. Apartment-Notizen. Da vielleicht noch. Ja, wenn ich es richtig schreibe. Ist heute der Hacker-Nosferatu-Part hier. Apartment Nummer 1. Simon Milligan, der ist vom Fernsehen. Die Chancen stehen gut, dass die Aufnahmen vielleicht mal was wert sind. Ich sollte ein Auge auf ihn werfen. Ja, brauchst du nicht mehr, der ist weggefrühstückt worden. Apartment Nummer 2, Sean Milton, ein fauler Sack, der nie eine süße Maus vor die Flinte bekommt. In der letzten Zeit pennt er immer einen Typ bei ihm, da wollte ich nicht so genau zusehen. Apartment 3, Georgia Welch. Die Braut ist steinreich und echt scharf. Oh, das Passwort für ihre Tür ist 9648. Also vielleicht schleiche ich mich rein und stehle ein paar Schlüpfer, die ich online versteigern kann. Gönn dir, Junge. Apartment Nummer 4, frei. Muss ich mir nicht wirklich ansehen. Ja, das finde ich gut, dass du da nicht wirklich hinsiehst. Apartment Nummer 5, Paul Anderson. Ich dachte, es gäbe keinen Grund, ein Auge auf ihn zu werfen. Doch dann habe ich ihn oben erwischt. Ich lasse das Band mitlaufen. Kleiner, perverser Spinner. Apartment Nummer 6, Hannah Glaser. Der Goldesel. Hier geht immer was Heißes ab. Und dieses Was ist in der Regel Hannah selbst. Ja, die geht auch nicht mehr wirklich ab. Ich frag mich, was der für eine E-Mail hat. Wahrscheinlich von irgendeinem anderen perversen Kumpel. Ist hier noch irgendwas Interessantes in dem Keller? Nicht wirklich. Das Problem jetzt ist, dass wenn wir an ihm vorbeilaufen, wir quasi dabei erwischt werden, wie wir quasi gegen die Vorschriften verstoßen und er durchdrehen wird. Von daher gehe ich lieber auf Nummer sicher. Düp düp düm düp düp düm düp düp düm düp düp düm. Heather, ich bin wieder zu Hause. Alles okay bei dir? Master? Ja, an die Nuckeln tue ich lieber erstmal nicht. Wer weiß, was dann passiert. Ach ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass wir das Poster von Jeanette doch haben und ich bin nur dran vorbeigelaufen. Hallo. Ach, kein schönes Poster. Das von Vivi müssten wir jetzt auch haben. Das hängt tatsächlich hier oben. Das trifft sie wenigstens ein bisschen mehr, wie sie auch aussieht. Aber, naja. Sind nicht so die Deluxe-Poster, finde ich. Wir haben eine E-Mail. Von Mitnick sicherlich. Dritter Netzwerk-Hub. Hab grad nicht viel Zeit. Muss schnell machen. Metalhead Industries, Hollywood. Lagerhausfirma. Schlüssel ist in deinem Briefkasten. Installier den Hub. Der Terminal ist im Bereich Operations. Hinten im Lagerhaus. So eine Treppe rauf. Wahrscheinlich elektronisch verriegelt. Musst du knacken. Wahrscheinlich starke Sicherheitsvorkehrungen. Aber lass dich nicht erwischen. Niemand darf wissen, dass du dort warst. Das Übliche. Bis später. Ich denke, das werden wir jetzt noch probieren. Und ob wir es schaffen oder nicht, wir werden danach mal in den Nosferatu-Höhlen vorbeischauen und mal bei Imaya zumindest uns die Belohnung abholen. Dafür, dass wir die Kameras installiert haben. Weil ich weiß ja, dass der Quest von Midnick, der spannt noch bis Chinatown. Den werden wir in der Folge eh nicht beenden können. Selbst wenn wir es schaffen würden von unseren Skills her. Was ich aber stark bezweifle. Aber man weiß ja nie. Vielleicht wachsen wir ja über uns hinaus.
Unser Blut sieht noch ganz gut aus, das heißt, wir müssen nicht zwingend gefährliche Unternehmungen machen, um volle Energie zu bekommen. Aber einmal kurz nuckeln bei jemandem wäre nicht schlecht. Hi Süße, wie geht es dir? Kann es sein, dass diese Bug-Animationen immer dann kommen, wenn man aus Third-Person-Ansicht trinkt? Boah, wie viele Leute wollen hier schon in diese Gasse rein, ey? Das müsste ich mal testen. Ob die Animation auch glitscht, wenn man aus der Ego-Perspektive trinkt. Willkommen in der Gasse des Blutes, meine Freunde. Versammelt euch. Aber ich bin voll gesoffen. Ich brauche jetzt erstmal nichts mehr. Huch! Ich habe jetzt 3-4 Mal aus Ego an sich getrunken und die Kamera hat nie geglitscht. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Third-Person-Kamera so ein bisschen anfällig ist dafür. Going somewhere? Ja, zurück nach Hollywood. Probieren wir den dritten Netzwerk-Hub noch zu cracken. Das ist nämlich direkt hier, Metalhead Industries. Shit, ich hab... Nein! Okay, ich mach mal einen Cut. Ich hab vergessen, den dummen Schlüssel mitzunehmen an meinem Briefkasten. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben die Karte, um da reinzukommen, aber sobald wir drin sind, wird es scheiße gefährlich. Wir haben nicht mal das Passwort, um das Schreckner zu aktivieren. Also ich rechne durchaus damit, dass wir an dieser Stelle den Quest abbrechen müssen, weil unsere Skills einfach nicht reichen. Aber wir probieren's. Das ist so der Wendepunkt für Charaktere, die nicht knacken oder hacken können, großartig. Denn hier patrouillieren Gangstertypen rum, die einen für gewöhnlich entdecken. Und die gewöhnlich nicht an dieser Tür stehen bleiben. Hier müssen wir auf jeden Fall ran. Operationen. Wenn wir jetzt hier schon nicht reinkommen, dann haben wir schon ein Problem. Stufe 4, da kommen wir noch ran. Immer eben mal kurz die Verdunklung weghauen. Und unsere Geistesfähigkeiten schärfen. Code Piece. Oder COD-Piece. Entriegeln. Tür entriegelt, rock weiter. Das hat echt noch geklappt. Wie immer aus Versehen ins Hauptmenü gehe, ey. Das ist so ein bisschen annoying. Oh nein! Nein, ich wollte nicht die Vision des Todes nehmen, benutzen. Es ist ihnen nicht gelungen, den Netzwerk, den Hub einzurichten. Das war doch keine Absicht, Leute. Ich wollte eigentlich nur unsichtbar werden. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie die Vision des Todes aussieht. So, halb aus dem Augenwinkel zumindest. Okay, probieren wir das nochmal. Das lief ja eigentlich schon ganz gut. Aber da habe ich ein bisschen Panik gekriegt und den falschen Knopf gedrückt. Ja, du zünd immer deine Zigarette an. Kommen wir gerade so noch ohne Verdunklung rumgeschlichen, wenn es keiner entgegenkommt. So, nochmal eben hacken. Und diesmal niemanden umbringen, Chris, wenn es geht. Das wäre extrem nice. End.
Riegel. Tür entriegelt, rocke weiter. Home. Oh, ich dachte kurz, er kommt hier rein jetzt. So, diesmal direkt in die Schatten gehüllt. Damit Mr. Zigarettenzünder uns nicht wieder auf die Nerven geht. So, die Tür haben wir quasi gerade geöffnet. Die Frage ist, können wir jetzt einfach das Schrecknetz hier quasi... Ach, wir haben noch nie, wir haben noch gar nicht den... das Passwort. Wenn das jetzt über Stufe 4 ist... Stufe 6, wie soll ich da reinkommen? Oder stand das Passwort irgendwo? Metalhead Operations, Rocker aller Länder, wir grüßen euch. Wo könnte das Passwort versteckt sein? Oder ist es überhaupt irgendwo versteckt? Das ist die Frage. Ich mache mal einen Sicherheitsspeicherstand. Das kann, wie gesagt, sein, dass wir hier abbrechen müssen. Weil ich komme hier nicht rein. Und wir hatten, glaube ich, er hatte uns das Passwort auch nicht gesagt. Im Bereich Operationen. Es ist sehr wichtig, dass sie nicht entdeckt werden und niemanden töten. Ja. Ist hart, ne? Keine Ahnung, was da das Passwort ist. Das ist hart. Also ich werde nochmal in den anderen Raum kurz reingehen. Aber mit unseren bescheidenen Hacker-Skills kommen wir hier nicht wirklich weiter. Oder lag hier irgendwo was? Aber ich glaube nicht. Und ein Hinweis oder irgendwas. Hier laufen aber auch viele Leute rum, ne? Ich könnte schwören, man hätte das hier noch schaffen können, ohne der Ultra-Pro zu sein. Ja, du zieh mal eine durch. Ja, hier ist ja nur Operation. Das hilft mir ja nicht weiter, damit kann ich nur die Tür auf und zu machen. Help! Metalhead Sicherheit, wir rocken hier ab. Da kann ich ja nur verriegeln und entriegeln. Tür verriegelt, rock weiter. Ja, das bringt uns nichts. Tür entriegelt, rock weiter. Ich glaube, das war's, Leute. Wir können diesen Quest nicht vollenden, weil man spätestens hier wirklich hacken können muss. Und mit unserem Level 6, mit unserem Level 4 Skill Maximum läuft das nicht. Ich werfe noch einmal noch mal einen Blick da rein. Hier in die Ecke von mir aus. Aber hier ist nirgendwo ein Zettel oder irgendwas. Dass die Typen hier rumrennen, macht es nicht gerade besser. Oh, das war eng. Das war eng. Steht da was auf dem Bildschirm? Metalhead, yeah. Was sagt denn der Safe? Ja, da kommen wir erst recht nicht rein. Gar nicht wissen, was man dafür für einen Zugang braucht. Stufe 8. Das wundert mich nicht. Net Security.
Schrecknet? Nee. Kommen wir nicht rein. Kommen wir nicht rein. Wir müssen uns geschlagen geben. Und das Passwort ist sehr, sehr lang. Da komme ich wahrscheinlich nie einfach mal drauf. Stufe 6, ey. Nee, wir müssen uns geschlagen geben, tatsächlich. Diesen Quest können wir nicht beenden. Es ist ja nur Nebenquest, der jetzt nicht storyrelevant ist, aber... Verziehen wir uns. Vielleicht zufällig haben wir am Ende so viele Erfahrungspunkte übrig, dass ich noch Hack-Skills investieren kann. Aber das ist ja erst jetzt die zweitschwerste Mission der ganzen Geschichte. Das wird ja im vierten noch viel krasser, obwohl ich euch die vierte gerne gezeigt hätte. Weil da haben sie sich was sehr Cooles ausgedacht. Kleiner Twist. Ich schleiche jetzt hier nochmal rum und gucke in alle Lücken, aber... Ich zweifle, dass hier ein Hinweis war. Ich hätte schwören können, man konnte das Passwort irgendwo rauskriegen. Aber vielleicht war das nur eine verklärte Erinnerung meinerseits. Denn ich sehe nichts hier. Holy shit, war das gerade eng. Beziehungsweise hatte ich da Glück, nicht gesehen worden zu sein. Hier ist nirgendwo der Hinweis aufs Passwort. Vielleicht sehe ich es auch nicht. Ich bin nicht echt blind. Metalhead, yeah. Wir sind raus hier. Wir sind an unsere Grenze gestoßen. Kann ja nochmal die Mail checken irgendwann, aber ich bin der Meinung, da stand kein Passwort drin. Okay. Gehen wir eben noch zu Maya kurz, um die Folge abzurunden, um nächstes einen Quest ordentlich abzuschließen. Und immerhin haben wir 3 Erfahrungspunkte bisher aus dem Quest von Mitnick mitgenommen. Das ist schon durchaus nicht schlecht. Aber unser Blutvorrat ist jetzt ein bisschen niedrig. Ein ganz bisschen. Also ein kleiner Snack wäre nice. Romero, bist du immer noch am Pimpern? Sieht so aus. Ist aber still geworden. Aber man kann nicht alles schaffen. Ich habe bisher nicht einen Quest verkackt hier in dem Let's Play. Und man kann so gut wie alle Quests verkacken, außer die Hauptquests, die muss man ja machen. Aber gerade bei den Nebenquests gibt es so viele Fail-States. Und die habe ich bisher alle vermieden. Und wenn wir die jetzt einfach nicht schaffen, weil die Skills dafür nicht reichen und weil der nicht für unseren Charakter gemacht ist, dann ist es halt so. Dann ist das nicht schlimm. Jeder Charakter muss nicht unbedingt jeden Quest schaffen können. Es war cool, wenn es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, aber es kann auch mal exklusive Quests geben. Das ist schon voll in Ordnung. Dieser enge, klaustrophobische Kaninchenbau hier. Imalia, ich habe getan für dich das, was du wolltest. Did you see the papers? She killed herself. Can you believe it? After the story hit the tabloids, she swallowed half a bottle of Valium and washed it down with a fifth of gin. It couldn't have been more perfect.
Ja, wir könnten jetzt das Geld dafür nehmen, aber dann würden wir Menschlichkeit verlieren, weil wir gerne das Geld dafür genommen haben, dass sich jemand wegen unserer Taten umgebracht hat. Was schon teilweise zu unserem Charakter passen würde, aber wir sind ja nur eine Bitch, wir sind ja nicht unmenschlich. Und wir haben so viel Geld, wir brauchen die paar Scheinchen nicht, die sie uns geben würde. Aber ich überlege, ob wir uns den Folgequest verbauen, wenn wir jetzt frech zu ihr sind. Ach, wir tanzen einfach ein bisschen im Club und dann kommt die Menschlichkeit schon wieder. Meine Hände sind blutrot. Und wo sind jetzt die grünen Scheinchen? Here, you definitely earned it. Ich hoffe, es war auch wenigstens viel. $400 immerhin. Das Leben besteht aus den Reichen und Toten. Ich lasse dich jetzt weiterwesen. Wenn wir sie jetzt nochmal anquatschen, hat sie, glaube ich, noch einen Quest für uns. You wanna give them my good side? Then don't come back here until you've got last year's copy of Guy magazine, where I'm on the cover. You know, the one where I was wearing the gum wrapper and the two bottle caps. Ich glaube, diesen Quest sollte man aber nur angeboten kriegen, wenn man sich mit ihr verkackt hat, oder? Das ist doch bestimmt so ein Ding, dass das Plus-Patch ist, dass man den trotzdem machen kann. Naja, machen wir ihn halt. Möglicherweise werde ich das in Betracht ziehen. Also das ist im Grunde wieder nur so ein Fetch-Quest, wo man sie nochmal Erfahrungspunkte mitholen kann. Sie möchte an ihre alten Zeiten erinnert werden, wo sie noch nicht so hässlich war, wo sie nur innerlich hässlich war, um es besser zu sagen. Und daher sollen wir ihr ein Magazin holen, wo sie noch mit drauf war. Und das können wir wunderbar mit dem Quest von Gary verbinden. Mitnick ist gar nicht mehr hier. Interessant. Und hier war da, glaube ich, noch ein Raum mit Blut, den ich beim letzten Mal übersehen habe, irgendwo. Wo ich direkt dran vorbeigelaufen bin, hier. Nicht? Irgendwo war doch hier noch... Das ist aber auch verwinkelt, ne? Ne, hier kommen wir wieder raus. Gab es hier nicht so ein Secret Room oder sowas? Wo man noch was einsammeln konnte? Vielleicht habe ich da nur falsche Erinnerungen. Wahrscheinlich. Hier geht's noch rein. Ha, ich wusste doch, da war was. So, und wenn wir hier schon mal unten sind und in der Folge sind, wo wir alles für die Nosferatu tun. Bertram Tang hat uns ja gebeten, eine Daten-CD zu holen, die hier unten rumliegen soll. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir die direkt mal holen und vor den Grafikfehlern weglaufen. Denn die müsste hier vorne irgendwo liegen. Die hier nicht irgendwo? Meine Sinneswahrnehmung müsste mir eigentlich helfen, sie zu erfassen. Wenn ich nicht wieder irgendwo am Boden feststecke. Spiel, treibt's nicht zu bunt! Boah, ich hasse es, ne? Irgendwie ist hier was, dass man sich einfach nicht bewegen kann an der Stelle. Hier schon wieder. Als ob ich festkleben würde. Ganz, ganz seltsam. Ich könnte schwören, du warst hier irgendwo. Ha! Da bist du. Bertrams Daten-CD gefunden. Oh, hier oben waren wir auch noch nicht. Weil hier ist nämlich auch eine Sackgasse. Oh, oh, oh. Nein, da wollte ich nicht reinfallen. Raus! Uah, ist gestorben in der Brühe, ey.
Okay, hier werde ich jetzt erstmal die Folge beenden. Nachdem wir uns wieder ordentlich angezogen haben. Dann hacken müssen wir jetzt nicht mehr. Und wir chillen noch ein bisschen in der dunklen Höhlenlandschaft hier. War halt viel Sidequests, viel Nosferatu-Diener-Getue. Aber muss auch getan werden. Wir haben viele Erfahrungspunkte gesammelt, wir haben unseren Irrsinn auf Stufe 4 gesteigert und können jetzt Leute mit einem Fingerschnippen sterben lassen, solange sie sterblich sind zumindest. Was ziemlich scharf ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Haut rein, Leute.